Es sind ein Haufen Leute zu deiner Blutspendeaktion gekommen. Ja, die Sache läuft wirklich reibungslos. Bis auf diese Mücke, die dauernd versucht, sich reinzuschleichen. Hallo, ich bin die neue Schwester. Los, verschwinde! Dieses Blut ist nicht für dich! Oh, ein leerer Reifen mit etwas Wasser drin. Klasse, jetzt bin ich wieder glücklich. Ich möchte Ihnen herzlich dafür danken, dass Sie heute Blut spenden. Spenden? Ich dachte, wir werden dafür bezahlt. Peter, jeder hier hat jetzt gespendet, außer dir. Das stimmt nicht. Der Typ da hat auch nichts gespendet. Das bist auch du, Peter. Oh. Also, wenn ich Blut spenden muss, muss er das auch tun. Du, komm hier rein. Loser. Blödes Arschgesicht. So, Lois, ich bin mein Blut losgeworden. Frag mal den Kerl hier. Das ist wahr, Lois. Ich habe ihn leer gesaugt. Und er hat auch eine Blutspende abgegeben. Peter, lass den Quatsch. Spende einfach Blut, hol dir deinen Keks und das war's. Mein Keks? Ja, Peter, wir verteilen Kekse an jeden, der spendet. Ich habe schon 2 Hochzeitstorten gefuttert, aber ein Keks geht immer. Also schön, ich mach's. Ach, Peter, du tust eine gute Tat. Danke, Lois, aber versprich mir, dass du mich warnst, bevor sie mich mit der Nadel pieksen. Wir sind bereits fertig. Wow, das war gar nicht so schlimm. Siehst du, Peter, und jetzt darfst du einen Keks haben. Oh, ist ja klasse. Oh, mein Gott, die sind ja köstlich. Hast du die gebacken, Lois? Ja, ich habe ein altes Rezept von meiner Oma gefunden. Da dachte ich, ich back mal eine Runde für die Blutspender. Na, da bin ich aber froh. Diese Kekse sind fantastisch. Die schmecken besser als das Haar von Connie Britton. Diesen Herbst auf jedem Sender. Ihre Lieblings-Sitcom-Zitate, die mit dem Wort beginnen. Kannst du auch klopfen? Das ist wohl gerade passiert. Ich schätze, wir haben jetzt was miteinander? Ja. Nein. Peinlich. Fernsehen. Das Ding, das Sie mal geguckt haben. Oh, die sind echt unglaublich. Hey, weißt du was? Wenn wir die verkaufen, können wir einen Haufen Kohle machen. Vielleicht sollten wir einen Keksladen eröffnen. Meinst du das wirklich ernst? Ja, warum nicht? Ich meine, wenn George Foreman Elektrogrills bauen kann, können wir das auch. Ich habe gesehen, wie der Typ 1000 Mal auf die Fresse bekommen hat und jetzt baut er Hightech-Zeug. Wer hätte gedacht, dass der Typ noch rumlaufen kann, während Muhammad Ali nicht mehr sprechen kann? Aber unseren eigenen Laden zu besitzen wäre schön. Würdest du das mit mir machen? Aber sicher doch. Oh, Peter, das hört sich ehrlich gesagt irgendwie romantisch an. Ich wollte immer, dass wir beide zusammen an einem Projekt arbeiten. Oh, lass es uns tun. Ja, klasse. Und jetzt drehen wir den Fernseher richtig laut, damit uns die Kinder nicht beim Sex hören können. Sex! Sex! Da ist ja mein hübscher Geschäftspartner. Wir dürfen nicht zu spät zu unserem Banktermin kommen. Ich finde es total cool, dass ihr ein Geschäft gründet. Ich habe ja schon sehr viel Geschäftserfahrung. Ich meine, ich habe damals die ganzen Werbespots für North Dakota produziert. Hi, mögen Sie South Dakota, aber wollen den Mount Rushmore nicht sehen? Kommen Sie nach North Dakota. Es liegt nur eine lange Fahrt von Ihrem Wohnort entfernt. Und das Tollste ist, die meisten coolen Nummernschilder sind noch nicht vergeben. Stellen Sie sich vor, Sie hätten eins mit cooler Typ oder Yay, Juden oder Buh, Juden, abhängig von Ihrer Haltung gegenüber Juden. North Dakota, wir sind nicht mal das beste Dakota. Ich habe alle Papiere, die wir für den Bankmenschen brauchen. Aber ich muss zugeben, ich bin nervös. Wir werden diesen Kredit leicht bekommen, kein Problem. Und wenn du nervös wirst, dann tu, was ich immer tu. Stell dir dein Gegenüber nackt vor. Guten Tag, Mr. und Mrs. Griffin. Ah, nehmen Sie dieses Riesending aus meinem Gesicht. Ich werde Ihren Kreditantrag bearbeiten, also erzählen Sie mir etwas von Ihrem Geschäft. Unser Geschäft sind Kekse. Und jetzt habe ich eine Frage an Sie. Wissen Sie, was Geld ist? Ja. Gut, gut, dann sind wir auf demselben Stand. Ich habe noch eine weitere Frage. Können Sie mir ein großes Unternehmen nennen, dessen Erfolg nicht auf Keksen basiert? Microsoft. Peter, ich übernehme das. Mein Mann und ich wollen ein Keksgeschäft eröffnen. Wir haben alles durchgerechnet und ich bin zuversichtlich, dass wir Gewinn machen können. Ich habe ein paar Kekse dabei, wenn Sie probieren wollen. Sie sagte einen. Nehmen Sie einen. Ja, die sind wirklich köstlich. Ich muss das mal mit meinem Vorgesetzten besprechen. Ja. Yeah.
Mr. und Mrs. Griffin, diese Bank möchte Ihnen bei der Gründung Ihres Geschäfts helfen. Wirklich? Ach, das ist ja fantastisch! Und wenn Sie weitere Fragen haben, dann können Sie mich jederzeit anrufen. Hallo? Wie weit weg sind die Sterne?